Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout New Vegas. So, dann wollen wir doch mal weitermachen. Hey. Ich habe mich jetzt herteleportiert. Da sind sie ja wieder. Genau. Isaac meint, dass in nächster Lieferung zusätzliche Waffen und Munition sein werden. Sehr professionell. Das gefällt mir. Vielleicht sind sie ja für Größeres geeignet. Das habe ich mir jetzt aber auch gedacht. Das war's. Ein paar Kronkorken und noch ein Botengang. Sie haben recht. Ich bin ein illegaler Waffenhändler. Was könnte ich Ihnen als umherziehendem Söldner sonst bieten? Schade um Ihre Zeit. In Ordnung. Worum geht es bei dem Job? Sehr schön. Die karminrote Karawane hat etwas für mich vorbereitet. Suchen Sie nach Blake und lassen Sie ihn wissen, dass Sie Contreras medizinisches Material abholen wollen. Klingt ja einfach. Ich mache mich gleich auf den Weg. Fein. Kommen Sie erst wieder, wenn Sie es haben. Die karminrote Karawane liegt nordöstlich der Waffenschmuggler. Blake ist normalerweise im Hauptbüro. Ja, den kennen wir aber auch schon. Gut, denn einmal nach Alan Blake. Kamin, 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 da. Eieiei. Da schickt er mich jetzt nochmal auf einen Botengang. So, wahrscheinlich im Hauptbüro, sagt er. Trotzdem nochmal gucken. Ah ne, hier. Hallo. Sind Sie hier, um zu handeln? Andreas hat mich wegen einer medizinischen Vorräte hergeschickt. Hier, bitte. Sagen Sie ihm, dass er zahlen muss, wenn er noch mehr von dem Zeug braucht. Ist etwas besonders an diesen Vorräten? Schmerztabletten sind leicht zu bekommen, aber Jod, Allergiemedikamente und ein paar der anderen Sachen sind schwerer zu finden. Warum fragen Sie? In Kombination mit chemischen Reinigungsmitteln würde man starke Medikamente erhalten. Wirklich? Daran habe ich noch nie gedacht. Die karminrote Karawane hat mit Drogen aber auch nichts am Hut. Okay, auf Wiedersehen. Bis dann. Gut. Wir sind ja noch draußen, das heißt, ich kann jetzt nochmal zurück. Ja. Machen wir hier wieder über den Haupteingang. Sonst werde ich ihn nicht wiederfinden. Laufen muss ich so oder so. Komme ich hier leider nicht drum herum. Okay. Und das alles nur, weil ich jetzt eine andere Quest angefangen habe, ne? Dann machen wir jetzt einfach nur eine Mini-Quest. Oh, wei. Gut. Ich komme noch nicht mal so richtig zum Erkunden. Wir sind nur noch am Questen ablaufen. Naja gut, so viel Questen, wie ich da jetzt hab. Und, gucken, dass wir auch aus dem Meister aus den Questen rausholen und so. Eieieiei. Wenigstens versuchen. Einige Questen habe ich mir ja schon verbaut. Das ist schade. Mega schade. Aber das liegt halt auch an dem, Ruf auf dem Strip und so. Und, ich will mir jetzt halt nicht noch mehr versauen, weil ich halt einfach nicht die Skilltalente dafür habe. Na gut. Aber jetzt nochmal hier hinten komplett durch. Dann haben wir auch die kleinen Mini-Quests hier fertig. Dann kriegen wir vielleicht nochmal Kronkorken und dann sagt er so, joa, jetzt habe ich aber noch einen dritten. Gehen wir nochmal zu den Van Graafs, ne? Ist jetzt nur geraten, wenn es jetzt wirklich so ist. Ja. Da sind sie ja wieder. Ja. Hier sind die medizinischen Vorräte von Blake. Sehen Sie, wie einfach der Job ist? Sie stehlen mir ja praktisch die Kronkorken. Ich hätte noch eine weitere Aufgabe.
Sie ist etwas komplizierter, aber Sie sollten das schaffen. Ich muss noch einige Dinge klären. Wird ein oder zwei Tage dauern. Also schauen Sie in ein paar Tagen wieder vorbei. Ein oder zwei Tage. Bin bereit für meine nächste Aufgabe. Ich aber noch nicht. Kommen Sie morgen wieder, dann wird das Zeug transportbereit sein. Aha. Pierce? Wo sollte ich nochmal Pierce treffen? In Miguels Pfandhaus in Westside. Das liegt im äußeren Vegas, nordwestlich des Strips. Ist Ihnen in letzter Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen? Meinen Sie etwas anderes als einen Fremden ohne militärischen Ausweis, der mich in unserer Basis verhört? Hat Sie Boyd dazu angestiftet? Diese Belästigungen gehen mir echt auf die Nerven. Sagen Sie ihr, dass sie nicht weiter meine Zeit verschwenden soll. Nein, ich habe nichts Verdächtiges gesehen. Das Geschäft läuft wie gewohnt. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gut, habe ich wenigstens die Frage rausgedrückt. 2 Tage möchte er jetzt warten. Ich habe genug Essen und Trinken bei, ist nicht das Ding. Wir können jetzt auch einfach mal einen Tag warten. So, weitere Bonis habe ich jetzt auch nicht. Gut ausgeruht habe ich jetzt auch nicht mehr. Gibt ja dann nur ein bisschen mehr EP. Und bei 20 kommt dann halt 2 raus. Also 2 mehr. Gut, ich bin ein bisschen mehr durstig geworden. Das ist aber relativ leicht zu beheben. Aber auch schmutziges Wasser, oder? Ja, haben wir. Ich glaube, ich bin gerade strahlenerkrankt, ne? Schmutziges Wasser, schwach verdurstend. Immer noch verdurstend? Hunger? Müde? Na ja, gut, muss noch ein bisschen. Nehme ich gleich nochmal 2. Beinbelastung hat sich jetzt erhöht. Gut, Durst ist auf 77. Hunger könnten wir jetzt auch nochmal was essen. Ja. Ein bisschen was Knuspriges. Und nochmal das hier. Und dann sind wir eigentlich definitiv satt. Fürs Erste. So, jetzt brauche ich nochmal einen Red Away. Obwohl, halt. Moment. Ich nehme mal erstmal noch. Hatte ich doch extra mitgenommen. Atomcocktail. Minus müde, plus Durst. Ja, gut. Gönnung. Und jetzt muss ich doch nochmal was trinken. Dann trinke ich jetzt nochmal ein Schmuddelwasser. Wir haben extra Kamel der Mojave erhalten. Okay. Kamel der Mojave. Jo. Erstmal schauen. Extras. Kamel. Da. Ihr hoher Wasserkonsum hat dazu geführt, dass Sie mehr Vorteile durch den Genuss durstlöschender Flüssigkeiten erhalten. Aha. Ja, müde sind wir nicht mehr, durstig sind wir nicht mehr. Wunderbar, jetzt können wir das Red Away reinhauen. Wo haben wir es denn? Rakete, Red Away. So, dann müsste auch gleich die Strahlenbelastung wieder runtergehen. Genau. Sofort sogar nochmal 100 EP gegeben. Hey. Da sind sie ja wieder. Natürlich. So, ich bin bereit für meine nächste Aufgabe. Ich aber noch nicht. Ja, kommen sie morgen wieder. Gut. Er will wirklich, dass wir 2 Tage jetzt hier rumgammeln. Machen wir jetzt. Will jetzt wissen, was er jetzt als nächste Aufgabe für mich hat. Ich habe noch genug Wasser. Ein Red Away habe ich noch. So sieht es ja nicht aus. Ich kann noch Schmutzwasser trinken. So, und fertig. Wir sind wieder ein bisschen durstig geworden. Machen wir hier nochmal ein Schmutzwasser. Beides Schmutzwasser. Hat schon gereicht. Hat zugenommen, hat abgenommen.
Wir leiden nicht länger an Dehydration. Schmutziges Wasser hat nachgelassen. Gut, jetzt. Da sind sie ja wieder. Ich bin bereit für meine nächste Aufgabe. In Ordnung. Ich möchte, dass Sie etwas bei einem Händler namens Price abgeben. Die Übergabe erfolgt in Miguels Pfandhaus in Westside. Und jetzt ganz wichtig. Der Typ ist paranoid, vielleicht sogar schizo. Sie müssen sich mit einem Code identifizieren, sonst knallt er Sie sofort ab. Sagen Sie ihm einfach, dass Sie nach einem Wettratschlag suchen. Er wird dann sagen, dass die sicherste Wette immer auf das Haus ist. Okay, nun, ich werde daran denken. Das sollten Sie unbedingt. Wenn Sie diese letzte Aufgabe erledigen, erhalten Sie Zugriff auf mein volles Angebot. Sogar mit Nachlass, weil ich Sie mag. Also los, Vorsicht vor Raidern und verlieren Sie das Paket nicht. Viel Glück. Gut, Wettnachlass. Aha. Wieder raus. Und dann wollen wir doch mal hier... Miguels. Vom Vocal... Ne, vom Freeside. Ja. Freeside-Tor müsste ich doch am schnellsten hinkommen, oder? Zum Glück weiß ich ja, wo es ist. Mick und Ralph. Das ist mal ein seltsamer Roboter. Mick? Nee. Er hat auch gesagt vor. War noch eine Notiz? Sag mir nicht, dass es hier... Nee, das war medizinisches... Ah, Hallöchen. Hey, helfen Sie nicht den Leuten hier in der Gegend? Der King meint, dass sie so weitermachen sollen und ich ihnen das hier geben soll. Sehr schön. Nochmal essen. Howdy. Nee, das war Dixon. Hier wird schon wieder geschossen. Ich will auch was abhaben. Wer warst du nochmal? Landstreicher. Okay. Sein Name ist Landstreicher. Ja, danke für den Vorschlag, Hammer. Hat er nicht gesagt, wir sollen hier und so? Maulfresse. Hey, Kumpel. Hast du mal einen Kronkorken? Kriegst doch was dafür. Ja, bitteschön. Danke. Als erstes muss man wissen, dass Freeside von einem Haufen Wichtigtour regiert wird, die sich die Kings nennen. Ihr Anführer nennt sich selbst seltsamerweise der King und hat momentan alle Hände voll damit zu tun, einen ausgewachsenen Aufstand zu verhindern. Das waren schon zwei Tipps. Aber was soll's, bist ja Neukunde, also geht der zusätzliche auf mich. Willst du noch einen hören? Tut mir leid, vielleicht ein andermal. Ich verstehe. Schönen Tag noch. Weil das ist ja eigentlich jetzt nicht das, was ich suche. Ich suche ja eigentlich... Hab ich wieder nicht richtig zugehört, oder was? Howdy. Howdy. Ralph? Wie läuft das, Kumpel? Suchen... Wiedersehen. Und Mick? Ach, halt, hier oben geht's ja auch noch hoch. Stimmt ja. Mick? Hey, willkommen zurück, Kumpel. Auf Wiedersehen. Danke. Aber hier oben ist doch gar keiner. Oder? Da kommt der erst noch. Wir haben jetzt das Paket angenommen, aber... Ja. Gute Frage, nächste Frage.
Machen wir hier mal kurzen Schnitt. Ich muss noch mal hören. Okay, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt habe ich noch mal nachgehört. Es war nicht Miguels, es war Miguels Pfandhaus, nicht Mick and Ralph. Ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt da drauf gekommen bin, aber okay, gut, wer zuhören kann, ist klar im Vorteil. Gehen wir mal ins Pfandhaus, da waren wir ja schon mal drin. Und hier soll jetzt derjenige sein. Keller? Sind Sie geschäftlich hier? Ja, nochmal in dein Angebot gucken. Natürlich. Aber ich glaube nicht, dass du noch Heftchen drin hast, die ich jetzt noch haben möchte, weil ich möchte ja meine... Oh. Na gut, sowas nehme ich immer mit. Wiegt nichts, kostet nichts, ist nichts. Innenhandschuh. Leere Akkus, ja. Na, können wir wenigstens ein bisschen was mitnehmen hier. Töpfe kosten nichts. Wenn es nichts kostet. So. Danke. Bis zum nächsten Mal. So. Was wollen Sie? Haben Sie einen gewissen Price hier in der Gegend gesehen? Wir arbeiten zusammen. Ich wickle seine Lieferungen ab, während er eine Gelegenheit für ein Geschäft wahrnimmt, die sich ergab. Ich bin auf der Suche nach ein paar Wetttipps. Was? Hören Sie, haben Sie etwas abzuliefern oder nicht? Hey, das war nicht die richtige Antwort auf das Kennwort. Kennwort? Dieser kleine Mistkerl hat kein Kennwort erwähnt. Price befindet sich in Gewahrsam der RNK und falls Sie keine verdammt gute Erklärung haben, warum Sie ihn suchen, leisten Sie ihm bald Gesellschaft. Her mit Ihren Waffen, Sie sind festgenommen. Mir wurde nur gesagt, dass er ein örtlicher Händler wäre und dass man bei ihm Vorräte kaufen könnte. Gut, wenn Sie irgendwas hören, erstatten Sie sofort Meldung an mich oder Lieutenant Boyd. Wir müssen seine Quelle finden. Mhm. Das klingt aber nicht so gut für den einen, ne? Moment, jetzt will ich wissen, was er sagt. Jetzt müssen wir zwar nochmal dahin, aber... Ja. Nochmal eine Runde laufen. Ach, ihr dreht jetzt endlich mal ab, ja? Okay, gut. Gut, dann erspare ich euch jetzt mal kurz den Laufweg. Wir sehen uns gleich wieder. So, einmal kurz abgekürzt. Da sind sie ja wieder. Price wurde von der RNK festgesetzt. Ein Ranger hat ihn ersetzt. Ach du Scheiße. Sie haben ihm doch hoffentlich nicht das Paket ausgehändigt. Nee, er hat aber auf jeden Fall danach gesucht. Gott sei Dank. Sie werden ihn ausschalten müssen. Wenn McCarron erfährt, dass ich Schmuggelware verkauft habe, sind wir beide tot. Wir müssen ihn nicht töten. Wir arbeiten mit ihm zusammen und verdienen Kronkorken. Das könnte gehen. Sagen Sie ihm, dass ich ihm vom Profit abgebe und bei der Verfolgung der Drogenhändler helfe, wenn er mir einen Pass gibt. Das Letzte, was ich brauche, ist ein edler Ranger, der mir an den Fersen klebt. Okay. Gut. Das heißt, jetzt müssen wir nochmal zu ihm, ihn überzeugen. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wer der Leck ist. Aber gut. Gehen wir erstmal ins Pfandhaus.
Ja, da ist bei er noch. Bei einer der Ranger-Stationen gab es ein Mast. Was wollen Sie? Conteres würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Ach, wirklich? Wir hatten den Burschen im Verdacht, aber der wickelt so viele Lieferungen ab und in so viele Richtungen. Schwer, da was nachzuweisen. Was genau bietet er denn an? Ist ihm klar, dass auf Ranger-Bestechung die Todesstrafe steht? Klagen Sie ihn nicht an. Und er hilft Ihnen dabei, die örtlichen Dealer auszuschalten. Er hat einen Deal. Wenn er allerdings abhaut oder weiter strategische Posten an Feinde verhökert, ist er ein toter Mann. Sagen Sie Contreras, dass ich ihn öfter besuchen werde. Und dann hat er entweder mehr Informationen oder ich melde ihn an Boyd. Zucker, keine Ahnung bei welcher. Keine Ahnung bei welcher? Okay. Jetzt müssen wir dann nochmal hinrennen. Alter, das ist ja heute eine Laufquest. So, und wehe, er gibt mir jetzt nicht die guten Sachen. Ja, denn, und da ist also auch was Gutes bei. Dann verpfeife ich ihn. Höchstpersönlich. Gut, denn, würde ich sagen, ich bin nochmal so freundlich und erspare euch den Laufweg. So, da sind wir wieder. Da sind sie ja wieder. Genau. Der Ranger wird mit Ihnen zusammenarbeiten. Sie sind sicher, aber seien Sie vorsichtig. Gut zu wissen. Wo soll ich nochmal Price treffen? In Miguels Pfandhaus in Westside. Dass ich gehe? Bis später. Okay, dann nicht mal irgendwie Danke oder so oder irgendwas? Da sind sie ja wieder. Okay. Such. Dann gucken wir jetzt mal rein. Jetzt hat er einen Deckel von 8000. Okay, das sieht ja schon mal ordentlich aus. Ein Deckel von 8000. Kampfhelm verstärkt Mark II. Okay, Kampfrüstung verstärkt. Ebenfalls Mark II. Okay, das wäre eigentlich schon mal ganz gut. Munition, Kiste, Überschuss, Präzisionsgewehr, Soldatenrüstung, ruhige Hand, Sturmkarabiner. Naja, also... hat sich jetzt nicht so gelohnt. Dann gebe ich dir hier mal kurz die Wurfspeere schon mal. Hier schon mal 220 wieder. Und dann kann ich dir doch hier Legionärsrüstung. Legionärsrüstung. Die Helme. Und auch wenn es jetzt nicht repariert ist. Komm. Ist jetzt auch nochmal. Ich 600 dazu. Munition gebe ich dir definitiv nicht, das kannst du vergessen. Wir hätten sonst noch eine halbwegs gute Maschinenpistole. Würde ich dir auch mal in die Hand drücken. Buschbüchse. Gut, gebe ich ihm die Maschinenpistole. Eine Machete kann ich ihm auch nochmal geben. Hier habe ich noch eine Splittergranate und Splittermine. Und die Plasmamine noch. Kapperbüchse. Nee, noch nicht. Den Rest will ich noch nicht. Nimm ich mir halt nochmal Geld mit. So. Ein weiterer zufriedener Kunde. Der stand da nicht. Das stand da nicht. Gut, wir haben aber noch jemanden, mit dem wir hier reden müssen wegen dem Spion. Deswegen sind wir ja eigentlich hier gewesen. Sollen wir so eine kleine Nebenquest noch mini? Also Mini-Quest noch mitgemacht. Ja, ist okay. Macht ihn aber schon ein bisschen verdächtiger, weil, wie gesagt, er verkauft ja an allen und jeden Waren und Drogen und hast du nicht gesehen. Nicht gerade so edel. Gut, dann gucken wir mal. Das sollte, glaube ich, draußen sein, weil mir werden, glaube ich, gerade die Ausgänge angezeigt, oder? Sie sind stark am Verdursten. Aha. Das sehe ich nicht. So. Einmal kurz was zu trinken. Ja, jetzt brauche ich auch im Relap bald was zu trinken.
So, hier haben wir den nächsten. Ach, über mir. Gut, über mir. Dann doch nicht draußen. Haben Sie etwas zu sagen oder schauen Sie immer so? Sie sind zurück. Ist Ihnen letzter Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen? Was für eine Art Feldjäger wäre ich, wenn mir nichts Verdächtiges auffallen würde? Ich habe ein paar fahnenflüchtige Soldaten, Einbrüche, Diebstähle und so weiter. Wer fehlt alles? Da wäre Anders. Er ist ein Ranger. Der ist nicht verdächtig. Er macht mir bloß Sorgen. Er ist auf einen gefährlichen Einsatz gegangen. Colonel Shu hat ihn losgeschickt. Jetzt fühlt er sich wohl schuldig, weil er keine Möglichkeit hat, um zu überprüfen, wie es ihm geht. Was können Sie mir sonst noch über Anders erzählen? Ich kenne ihn selbst nicht so gut. Aber er ist wohl der Mann, an den man sich wendet, wenn man was im Geheimen rein- oder rauskriegen will. Darüber sollten Sie wirklich mit Colonel Shu sprechen. Reden wir über die Einbrüche. Einbruch ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es gab keine Spuren von Gewalt. Aber nachts schleicht sich wohl ab und zu jemand in den Kontrollturm. Wahrscheinlich ist das nur der Treffpunkt für heiße Rendezvous zwischen Soldaten. Die Jugend von heute. Aber es ist komisch, dass sie nicht eingebrochen sind. Das heißt, sie haben die Zugriffscodes und die haben nur die wenigsten Soldaten auf der Basis. Können Sie mir den Schlüssel zum Kontrollturm geben, damit ich ihn mir ansehen kann? Sicher, wenn Sie dem nachgehen wollen. Sehr viel gibt es da nicht zu stehlen. Nur ein Haufen alter Kommunikationsgeräte. Wenn Sie mehr herausfinden können, wäre ich daran interessiert, davon zu hören. Irgendetwas schmeckt mir daran überhaupt nicht. Und wenn ich nicht hier beschäftigt wäre, würde ich mich selbst auf die Lauer legen. Sie haben erwähnt, dass es Diebstähle gab. Ja, bei den wöchentlichen Inventuren fehlt immer etwas. Meistens Waffen und Munition. Nichts, was gern verloren gehen darf. Bisher keine Zeugen. Ich tippe auf Sergeant Contreras, dieses kleine Wiesel. Er sollte für die Verteilung zuständig sein. Aber er ist zu schlüpfrig, sodass ihn nie jemand erwischt. Wir haben seine Sachen ein Dutzend Mal durchsucht und nichts gefunden. Ich halte die Augen nach Ihren fehlenden Vorräten offen. Gut. Je mehr Waffen Sie bergen können, desto mehr davon kann ich benutzen, um Contreras für seine Inkompetenz erschießen zu lassen. Auf Wiedersehen. Jo. Wir sehen uns. Gut. Vermisste Waffen. Und noch anderes vermisstes Zeug. Na gut, gucken wir jetzt erstmal auf der Lokalkarte. Sollen wir noch einmal rausgehen? Na, hier einmal raus, ne? Genau. So, und dann hier waren wir ja schon so weit da zum Kontrollturm. Ist das jetzt schon komplett aktualisiert in den Aufgaben? Tatsache. Na gut, dann gehen wir mal in den Kontrollturm und legen uns mal ein bisschen auf die Lauer. Sag mal, auch die stimmt. Da war ja die Zugangscode nicht drin. Ja. Aber wenigstens sind Wachen auf den Mauern. So. Schlüssel verwenden. Oh, schade. Gut, Amateurfunk. Radio sprechen. Gut, das ist jetzt so geil, wenn wir jetzt hier mitten im Kontrollturm sind, weil wir haben ja jetzt hier keinerlei Versteckmöglichkeit, oder? Na gut, dann warten wir jetzt mal ein paar Stündchen ab. Machen wir langsam, damit ich auch weiß, wann ich mal hydriere oder so. Weil eine Uhrzeit hat sie ja jetzt nicht dazu gegeben. Ah, wird schon langsam dunkler.
Gut, da haben wir schon Durst. Dann machen wir mal weiter. Weil wie gesagt, wenn jetzt Hunger noch dazu kommt, wäre das nämlich ein bisschen doof. Okay. Schade, dass ich jetzt hier nicht rausgucken kann, ne? Wir haben jetzt auch nichts hier außer den Stuhl. Im Radio können wir auch nicht sprechen. Na gut, jetzt habe ich Hunger. Mein Mini-Burger. Nächste Stunde. Mitternacht. Ist, weil wir vielleicht drinne sind. Möglich wäre es natürlich. Da ist gerade jemand reingegangen. Das habe ich gerade gesehen. Wer ist denn da drinne? Lupa, hier Frumentarius Picus, kommen. Fahren Sie fort, Picus. Die Nachmittagspatrouille betritt Unholdgebiet um 13 Uhr. Diese Strecke sollte vermint werden. Verstanden, Picus. Unholde werden informiert. Verstanden, Lupa. Kommen. Wie ist der Status Ihrer Primärmission, Picus? Die Sprengladung ist gelegt und wird gezündet, sobald der Zug den Bahnhof verlässt. Kommen. Wie lange noch? Ein paar Minuten. Kommen. Verstanden. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Verstanden. Kommen. Was ist denn? Roland Curtis. So, was haben wir jetzt hier? Sprengladung? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Bevor diese den Bahnhof verlässt. Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt hier schnell wieder rausschleichen. Wir wissen ja, wer es ist. Ist aber wirklich, wirklich dreist. Alter Schwede. Zumal, da hätte man doch eigentlich auch selbst drauf kommen können. Funkanlage. Nächtliche Einbrüche. Hä? Und hier wird die ganze Zeit was von Spion gelabert. Also, der hinteren Ecke. Genau, von hier aus durch. Hier war die Einschienenbahn und jetzt müssen wir die Bombe finden. Bevor sie ablegt. Hier ist keine Bombe. Idee, lass mich mal durch. Hier sehe ich aber keine Bombe oder so. Die Bahn fährt gleich ab. Bitte bleib. Nein. Zu langsam gewesen. Moment. Wir haben ja denn noch ein paar Sekunden. Wo soll denn hier jetzt die Bombe sein? Kann mit nichts interagieren. Wo soll denn hier jetzt die blöde Bombe sein? Ah, hier. Sprengladung. Dieses Gerät scheint scharf zu sein und kann jederzeit hochgehen. Sprengstoff von mindestens 35 oder Wissenschaft von 45 erforderlich.
Nichts tun. Schnell. Weiß ich natürlich meine Sets nicht aus dem Kopf. Wir haben ja jetzt schon wieder neue gekriegt. Wir haben... Sprengstoff 27. Ah, Wissenschaft hätte ich doch machen können. Ja gut, ich nehme trotzdem nochmal. Ah, Nahkampf. Wir hatten doch auch irgendwo Sprengstoff. Schusswaffen. Schleichen? Nein. Energiewaffen, Schusswaffen reparieren. Heftchen. Waffenlos. Sprengstoff, hier, doch. So, ja gut, Wissenschaft haben wir. Und Sprengstoff haben wir jetzt auch. Sie haben Bombe extrahiert und entschärft. Können Huso Bericht erstatten. Gut. Alter, hinterm Gitter. Alter Schwede. So, und wir wissen ja auch, wer es war. Na, ich habe ihn ja gesehen. Dementsprechend können wir jetzt petzen. Sie haben viel für uns getan und wir sind sehr beeindruckt. Ich dachte, das hier könnten Sie vielleicht brauchen. Das ist der Schlüssel zu einem kleinen Versteck südlich von hier. Eine frühere Raststätte für Ranger. Dachte, das könnte vielleicht was sein für Sie. NK-Unterschlupf hinzugefügt, Schlüssel. Okay. Sie werden keine Probleme mehr mit Ihren Informationslecks haben. Tatsächlich? Was ist passiert? Curtis war es. Er ist ein Spion der Legion. Ich kann beweisen, dass er die Bahn sprengen wollte. Curtis? Er war schon lange vor unserem Konflikt mit der Legion bei der RNK. Unmöglich, dass er... Ich hoffe, Sie irren sich. Allein, ich glaube es nicht. Das würde vieles erklären. Damit hätte nie jemand gerechnet. Und es könnte noch andere geben. Sie haben alles getan, was von Ihnen verlangt wurde. Ich danke Ihnen und werde dafür sorgen, dass Ihnen die Ehre zuteil wird, die Ihnen dafür gebührt. Ich werde Curtis in Gewahrsam nehmen, vorausgesetzt, er lässt sich überhaupt lebend schnappen. Okay, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Jetzt haben wir einen Schlüssel gekriegt für einen Unterschlupf, der... Okay, gut. Wir kriegen immer mehr. Ich komme hier nirgends wann mehr weg. RNK Ranger Unterschlupf. Okay, ja, gut. Ich wollte ja hier auch nochmal rein und... Gut. Alles in Ordnung. Wir haben jetzt nochmal gut was Gutes getan. Bevor wir jetzt die nächste Quest machen, machen wir hier aber einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.